Willkommen zurück zu Telalia! Willkommen zurück zu Terraria. Kein Telalia? Nein, aber ich find's witzig. Ich habe das 20 Parts lang gemacht und jetzt machst du es die ganze Zeit. Ja, es ist ein super Titel fürs Spiel. Ja. Ich habe gerade fast ein anderes Wort verstanden. Aber ja, du hast schon recht. Okay, was auch immer du verstehen willst. Nee, ich habe nicht gescheit zugehört. Mein Fehler. Ich glaube, wenn du nicht gescheit zuhörst, dann ist das, glaube ich, wirklich. Haben wir Bedarf an einem Boarding Band of Regeneration? Haben wir nicht Band of Regeneration? Keine Ahnung, aber es war in dieser Goldkiste. Ich nehme es auf jeden Fall mit. So. Jetzt frage ich mich gerade. Wie viel von den Ressourcen haben wir denn jetzt eigentlich? Welche genau meinst du? Ja, Kobalt und Orichalkum. Ach so, ja, das was in den Kisten ist, ist alles. Das ist wieder hochgelenkt, dann will ich es nicht. Kobalt und Titanium haben wir genau 5 Erz, die habe ich gerade gekriegt. Kobalt Disk. Also, ja. Oh, ist ja witzig. Gibt's daraus auch Disks? Ja, es gibt die Disks, voll lustig. Scheiße, und du willst aber keine Rüstung daraus bauen und gleich zum Finalen gehen. Welche Rüstung kommt denn als nächstes überhaupt? Ja, Kobalt. Nach Titanium. Palladium. Nach Titanium. Achso, ja, das war gerade meine Frage! Mein Gott, Mann. Ja, als ob ich mir die Mühe mache und jetzt extra Kobalt oder Orichalkum baue. Ich will eigentlich nicht mal Titanium bauen, aber wer weiß, was Tremor alles eingebaut hat. Ich möchte auf jeden Fall eine Tremor-Rüstung. Kannst du den Tremor-Head aufsetzen? Den, wie bitte? Ja, du kannst den Tremor-Head aufsetzen. War das unverständlich, okay, oder wie? Ja, absolut unverständlich. Ja, ein Tremor-Head. Gut, wie auch immer. Mhm. Weißt du nicht, wovon ich rede? Absolut nicht, nein. Dank Tremor haben diese Ausrüstungen jetzt mehr Hüte. Mein Gott, Mann. Ah, das meinst du. Ja, das habe ich ja erst gesagt. Irgendwann. Ich bin scheinbar faul, ich kann dieses Artis-Blut nicht aufnehmen. Die haben hier einfach zu viel Schrott. Ich nehme an, dass du dich dann drum kümmern kannst. Wenn ich hinkomme. Ja, du bist doch gleich da, du brauchst das gar nicht mehr abbauen. Mann, oh Mann. Brauche ich nicht. Ja, sehr gut. Da, eine Mimik. Okay, ist deine Kiste, mein Scherz. Ey, was, eine Mimik? Ach, du meinst die da unten? Die habe ich jetzt noch gar nicht wahrgenommen. Nee. Nicht? Ich auch nicht. Achso, du redest von meiner Kiste. Ja, ich hab doch einen Scherz. Und das da ist eine echte Kiste, wo du gerade bist, bilde ich mir jedenfalls ein. Ja, sie wirkt sehr echt. Zumindest hast du mich noch nicht gegessen. Der hat sich sogar abbauen lassen. Die spielt die Longcon. Da schau mal ein. Oh ja, das nenne ich mal Mimik, Dennis. Abgesehen davon ist das der Kobalt. Wo genau? Ich erkenne keine. In welche Richtung? Direkt da, wo mein Flameburst Rod jetzt gleich steht. Ups, jetzt ist sie aktiviert. Ah. Ist also auf. Ich gehe da mal nach oben. Warte. Die ist da die ganze Zeit hängen geblieben. Vielleicht hat sie sich gar nicht bewegt. Oh, interessante Idee. Bleiben wir einfach nochmal hier. Ah, ja, ob das jetzt noch geht, ist eine andere Frage. Ich mach mal Kann das da. Mit meinem Jojo angreifen. Ja, funktioniert. Weißt du, bis die tot ist, vergehen 100.000 Jahre. Oh, scheiße. Ich sollte nicht blocken. Ach, geh weg, Antes. Oh, shit. Oh nein, ich bin auf einmal in dir. Ich konnte nicht rauf, der Tunnel war nicht breit genug. Teleportier dich hoch, die kommt bestimmt mit. Ich weiß ja nicht, ob sie so hoch gehen kann. Hm. Ah, wenn du langsam hochgehst, bestimmt. Ich glaube, unser
Kellerbereich ist groß genug, um zu kämpfen. Ah, mein Gott, man ist die. Hilfe! Nein! Boah, diese scheiß Feen da. Bin so gut wie da. Will ich mal hoffen. Weil die ist sehr, au! L? Nein! Wo ist mein L-Knopf? Scheiße, ich kann die unter Wasser nicht angreifen mit meinem Zauberstab. Oh. Oh. Also wenn die so chillt. Oh, okay, schade. Also hier ist eine Bombe. Oh, Bomben, wenn du meinst. Ja, die Dungeon Defenders Bombe. Doch nicht solche! Wenn das scheiß Wasser weg ist, kann ich mit dem hier angreifen. Was macht denn der auf einmal neben mir? Oh shit! Nein, nicht berühren! Gut, dass du dich erholt hast in der Zwischenzeit. Flieg den Gang hoch oder so. Das ja, wie denn? Ich komme ja nicht in den Gang rein! Wieso? Du bist direkt am Eingang, da wo die. Naja, ein, zwei da unten halt. Ach so, hier! Du siehst doch. Ah! Mein Gott, Mann, Alter! Nein! Da! So, lass mich hoch! Wir schaffen es, ich hab volles Leben. Was soll ist das für ein Fungus-Mensch? Ich sehe da einen Eisenmann. Ich weiß nicht, von wem du redest. Ach so, ich dachte, da steht ein Fungus-Biom Iron. Ah, okay. Ja, Mimik, du bist so gut wie am Arsch. Hä? Wie sind die auf einmal wieder runtergekommen? Kann die sich teleportieren? Es ist schon wieder so einer da, so wie oft spawnt denn der? Na, ist ja auch egal. Kümmer du dich um den anderen Gegner, ich kümmere mich um die Mimik. Andere Gegner? Was kann nur, wo der hin ist? Die Mimik verfault? Nein, die haut ab. Die kann nicht abhauen. Oh mein Gott, was ist das denn? Ist das jetzt ein Dart Rifle. Okay, ich dachte schon mal, ist das jetzt erst so eine Muskete? Was schaut es aus? Dart Rifle und ein Haufen Gold. Hier ist ein Electric Spear. Hä? Was laberst du? Naja, hast das du da. Dieses Iron-Ding getötet jetzt? Oh, der schaut ja geil aus. Der ist bestimmt saustark. Weiß ich nicht. Ich muss einbohren. Ah, nein, das war nicht der Knopf. Truffelwurm! Okay, warte, den kriege ich dieses Mal. Der hat... Ja, hab einen. Warum steht da Traitor als Tooltip? Boah, du Verräter, Mann. Warum? Der hat nur 30 Milli-Damage, hallo? Ich habe jetzt irgendwie auch Stärkeres erhofft. Kann ich dir nicht helfen? Gab's nicht auf Rabo den Gegner? Ich weiß nicht, ich kenne das Abonnement nicht. Könntest du aufhören, Scheiße zu labern? Na, ich hab den das erste Mal gesehen. Ich dachte, der wäre auf jeden Fall Hardmode. Mit diesen schwachen Pilzgegnern Seelen farmen zu können, ist eigentlich nicht schlecht. Ach, sie sind schwach? Ja. So, ich hab 7 Soul of Night. Dachte eigentlich, die wären stark. Nee. Abgesehen davon, ich habe immer noch nur 5 Titanium-Ohre. Das hat sich nicht gelohnt zu farmen. Aber egal, wir haben die eine Mimik getötet, was uns im Endeffekt eigentlich ja auch nichts bringt, weil sie ja nicht das gedroppt hat, was wir wollten. Ja, scheiße. Aber hey, eine weniger. Ja, super. Es ist ja nicht so, als wäre das ein unendlicher Gegner. Aber wir haben Greater Mana Potion und Greater Healing Potion, nur mal so. Wo denn? Na, hat die Mimik gedroppt? Ich tue es in die Kiste. Ach so. Erklär mir mal lieber, wo der Truffle Worm ist Boss-Item. Die Boss-Spawn-Kiste ist weg, kann das sein? Nee, nein.
Das ist eine andere Kiste, die plötzlich nicht mehr da ist. Schon gut. Es gibt keine Kisten, die nicht mehr da sind. Alle Kisten sind da und bleiben da. Ich muss mal ein bisschen Silt umkonvertieren. 180, um genau zu sein. Farmst du auch Titanium? Ich farm alles. Hauptsache Titanium. Oh, da war ein Diamant drin, geil. Bau immer Silt ab, wenn du siehst. Das ist ja auch in unserem Fine Miner mit drin. Zum Glück. Silt? Spinnenweben? Ja. Nein, keine Spinnenweben, WTF. Was ist denn Silt? Ach, warte, ach, das Zeug. Ja, da hat er's geblickt. Schon wieder geil, Voodoo Doll. Du bist ein bisschen sehr weit unten, habe ich den Eindruck. Was? Warum denn? Ja, warum farmst du so weit unten? WTF? Ich habe eine korrupte Mimik. Okay, ich muss mir meine Heizung anschalten. Okay, ich bin da. Willst du die jetzt bekämpfen? Ja, wenn sie hier ist und mich angreift, wenn ich sage, ich habe eine korrupte Mimik, dann springt die schon auf mir rum. Also, gut, auf mir rum ist vielleicht falscher Begriff, aber du verstehst schon, was ich meine. Hat das funktioniert? Hä? Warum habe ich da jetzt auf einmal... Sie kämpft gegen mich, Dennis. Ah. Okay, nehmen wir das Ding. Ich glaube, die Trefferquote ist um einiges höher, wenn wir einfach nur die Harpienwaffe nehmen. Und um einiges sicherer ist es auch. Kämpft deine beiden Skeletons auch brav mit? Ja, die spannst du. Ah ja, mein Buff ist weggegangen. Na scheiße, Pigron, Hellgron, was auch immer. Er ist irgend so ein komischer Typ. Komisches Feuerviech. Core Tower, das ist ja interessant. Ja. Wo genau ist denn der? Ach, da ist die Mimik. Ja, schon mal hin. Mimik auch. Aua. Fast. Au. Die soll nicht mal reflektieren, die scheiß Mimik. Oh, sie ist tot. Und was hat sie gedroppt? Ich glaube, es war... Ein Wormhook? Ja, Mist. Hä? Ein Wormhook? Ja, sieht so aus. Was soll's. Hä? Ist das ein Tremor-Item? Keine Ahnung, kommt dir das Ding bekannt vor? Mir nicht? Ich dachte... komisch, ich bild mir ein, die hatten beide Hooks. Sowohl Haylord als auch Corruption. Bei Crimson weiß ich nicht. Auf jeden Fall behalte ich den jetzt, das gefällt mir. Ja, klar. Mit Würmern hänge ich mich gerne in die Wand. Na, das denke ich mir bei dir. Absolut zutreffend. So, weiter mit Titanium. Ja, ich habe Titanium gefunden. Du bist an einer. Du bist sogar an einer Quelle vorbeigeschwommen. Ja, ist mir egal, das machst du jetzt. 24. Ne, 27. Geil. 20.
und ein Dragon Skull, der mich nicht in Ruhe lassen will. Er hat so einen Höllenviech verfolgt. Oh, Halo! Ja, Kristalle! Okay, mit dem Ding kann man nicht im Nahkampf kämpfen. Geil, gegen so einen Gegner vergessen. Au. Soll nicht immer in mich reingehen. Magic Cut habe ich bekommen, wow. Na, wenn du dementsprechend den Gegner getötet hast? Ja, habe ich. Er war halt da. Bevor mich weiter nervt, dachte ich mir, töte ich ihn. Ich gehe in den Hayload rein. Ist mir lieber als alles andere. Außerdem ist hier ein Haus. Ja, lieber als alles andere. Ja, hier hat mir jemand ein Haus gebaut, wie es ausschaut. Okay. Was haben wir denn da Feines? Lava-Charm. Nicht schlecht. Titanium! Ich hoffe, die Lava bringt mich nicht um, bis ich dort bin. Vielleicht. Ich mach das anders. Bomben! Okay, reichen 10 Stück? Weiß ich nicht. Ich habe jetzt einfach schon mehr als 10 reingeschmissen. Ja, ich glaube, es hat gereicht. Okay, den sollte ich vielleicht nicht platzieren. Lassen wir den da drin. Jetzt muss ich warten, bis haben es abfließt. Haben wir hier drin Banner-Buffs? Ne, haben wir nicht. Dann kommt jetzt hier ein Helmblatt-Banner hin. Also wie hoch stehen die Chancen, dass da hinten zufällig ein Banner ist, Dennis? Was für ein Banner? Na, irgendeins. Die Chancen stehen nicht gerade hoch, würde ich sagen. Ah, ich muss mehr Bomben schmeißen. Oh mein Gott, Heilige! Was zur Hölle bist du denn für ein Viech? Das Ding hat irgendwas in sich. Gelatin, 1000 Lebenspunkte. Das hat irgendwas in sich drin. Weiß ich nicht. Ich kümmere mich drum, sobald ich hier fertig bin mit meinem Lava-Abbau und ans Titanium gekommen bin. Ich könnte reinspringen und es... Komm. Ja. Okay, ich hab's. 33. Ich lebe noch. Was mir nicht alles tut. So, Gelatin, bitte sei noch da. Ich will dich doch töten. Ja, das ist okay. Irgendwas ist in diesem Ding drin. Ich frage mich, was es ist. Ich hoffe, dass ich es kriege. Oh, scheiße, ich hoffe vor allem... Nein, ich bin... Fuck! Es ist tot und ich bin auch tot. Liegt da was? Weiß ich nicht, weil ich den Boden nicht sehe. Ich bin in der Luft gestorben. Ja, aber ist es nicht am Boden gestorben? Also ist es nicht auch in der Luft gestorben? Ist das runterfallen, hätte es sehen müssen? Ich habe jedenfalls nichts gesehen. Was nicht heißt, dass da nichts ist. Kann ich mich zu meinem Todespunkt teleportieren? Nein. Ja, super. Okay, dann gehst du da jetzt hin. Ich sag dir, wo du abbiegen musst. Weiter nach warum rechts. Warum denn? Mein ja, Inventar ist sowieso nicht, voll! Ja, hast recht, macht gar keinen Sinn. Ah, okay, wo ist meine Steinkiste? Ist mein Loch fallen dabei? Welche Kiste gehört Crystal Shards? Die wachsen an der Wand.
Verdammt gute Frage. Am besten du überlegst dir was hier. Der Professor ist immer noch nicht respawned. Einmal tot, für immer tot, scheint wohl das Prinzip von dem zu sein. Das ist auch so geil. Das ist ein ziemliches Problem, weißt du? Wir können später nicht mehr weitermachen mit dem Bossen. Ja, ist denn die Wall of Flash seine einzige Bedingung? Ja, und ein Haus. Ich denke, darum haben wir uns gekümmert. Vielleicht. Der verkauft eine Desert Eagle, 63 Damage. Gar nicht mal schlecht. Eine Desert Eagle. Ja, 63 Damage. Die Pistole ist gar nicht mal schlecht. Pizza Cutter verkauft der eine. Bewerten nicht vergessen, aber weiter geht's im nächsten Part. Tschüss.